Grüß dich, hier bin ich wieder. Und ich habe jetzt schon ein bisschen weiter gespielt auf 500 Euro, habe noch alle Gutscheine. Habe noch alle Gutscheine, von dem her. Gut, gut. Und hier steht, welche Star-Legende wurde in Memphis begraben? Keine Ahnung. Elvis Presley. Yes, das war jetzt geraten, Leute. Super. Welches Grundmittel für eine Gartenparty wird von einem Kölner produziert? Wahrscheinlich Holzkohle. Ja, in der Profi. Zu welchem dieser Bereiche gehört das Spinett? Weiß ich es nicht. Instrument. Nein. Manni aus Eisetsch ist was für ein Tier? Das ist ein Mammut. Wie heißt die größte Stadt Indiens? Weiß ich auch nicht. Gut. Das Lieselmeer ist ein See in welchem Land? Machen wir 50-50. Das klingt ja eigentlich so niederländisch. Lieselmeer aus Finnland. Nein! Du hast 16.000 gewonnen. Ja, ich habe 16.000 Euro gewonnen. Ich würde mich freuen. Eine Musikrichtung der 1950er Jahre ist Rock'n'Roll. Yeah. Profi. Zum Bergsteigen benötigt man festes Schuhwerk. Ein umgangssprachlicher Ausdruck für eine Schranke ist Schrammschlag, Schlagbaum, Verbügelbusch, Drehhorst. Für eine Schranke. Ausstamm. Schlagbaum, genau. Was sagt das? Womit sucht der Sondengänger gezielt nach Gegenständen im Boden? Metalldetektor? Profi. Wie heißt der Meeresarm zwischen England und Europa? Europäischen Festland. Ärmelkanal. Das weiß ich. Was erzählen Seeleute gerne? Sieht man es gerne? Ja, Profi. Was versteht man unter Krähenfüßen? Papierknicke, Augenfiltern. Krähensäcke, Krähenbeine. Augenfeldern? Ja, wahrscheinlich. Und ja. Was ist ein altes, früher verwendetes Flächenmaß? Morgen, Mittag, Nacht, Tag. Ich bin am Struggeln zwischen Morgen und Mittag. Sag aber mal Morgen. Und das ist auch richtig. Was versteht man unter MP3? Ah.
Ja, das ist klar. Ein Maschinengewehr. Nicht Maschinenpistole, aber klingt das jetzt mal an, weil MP. Audioformat. Wisst ihr, Leute, ich habe jetzt. Ich dachte, es kommt zu. Musikplayer. Ich dachte eben das, weil MP3-Player ist ja so dieses Ding. Aber eine MP. Das ist MG, keine Ahnung. Wie heißt die Masse, die aus Vulkanen austritt? Magma. Bin ja ein Profi, Allein das macht das harte. Der Komiker Otto Walkes ist ein waschechter Schwabe. Toll. Ja, jeder Profi. Was macht ein frisch verheiratetes Paar meistens nach der Hochzeit? Flitterwochen. Wer ist für die Rasenfläche auf einem Golfplatz verantwortlich? Greenkeeper. Ja. Welches Modell von Opel stand 1991 im Mittelpunkt zweier Kinofilme? Corsa? Manta, genau. Als wenn. Wie sitzt beim Menschen das Steißbein? An der Wirbelsäule. Auf welchem Pferd kann man nicht reiten? Kutschpferd, Seepferd, Schaukelpferd, Rennpferd, Seepferd. Profi, hä? Eine Aufbauvariante bei Nutzfahrzeugen ist ein Kommodenschlitten, Regalkutsche, Kastenwagen, Schrankauto. Ein Kastenwagen. Wie heißt ein Verfahren des Blutwäsche? Was, da gibt es so einen speziellen Namen? Diaspora oder Dias. Sag mal das hier. Ja, das ist richtig. Wie nennt man eine Gaststätte innerhalb eines Unternehmens? Eine Raststätte. Also Casino und Club ganz bestimmt nicht. Kaserne auch nicht. Kantine. Profi. Was bedeutet das aus dem Jiddischen entnommenen Lehnwort Meshuga? Wenn mir der Joker verrückt. Meshuggé hätte es geheißen. Wo auf der Erde herrscht ein Stück ein halbes Jahr lang Nacht und ein halbes Jahr lang Tag? Nord- und Südpol. Ja. In welcher Küche werden Quallen auch als Speise bereitet und gegessen? Das ist eine Frage hier.
Mach ich mal 50-50. Asiatisch, einen englischen, ja, asiatischen, denn. Aber asiatischen hätte ich jetzt wirklich am Anfang nicht gesagt. Also war gut, dass ich den genommen. Wo befindet sich das UNO-Hauptquartier? Ja, frage ich mal noch gleich, noch so Quatsch. Hier. New York City. Ja. Wie bezeichnet man lateinisch das Wort Verhältniswort? Ich verstehe die Frage nicht. Ja. Zu. Präposition. Toll. Oh, den freien Joker, den nehme ich ja. Ja, Leute, ich wollte nur sagen, leider hat es nicht so ganz geklappt mit dem. Die Aufnahme wurde einfach unterbrochen und darum tut es mir leid. Und die Folge ist damit schon beendet. Und ich würde sagen, ciao, Leute.